ihr Lieben, bevor es heute zu meinem neuesten Video geht, möchte ich euch mir ganz viele zugeflatterte Schmetterlinge präsentieren. So viele schöne Schmetterlinge sind hier heute angekommen und darüber freue ich mich ganz besonders. Ja, wenn auch du Lust bekommen hast, so einen tollen Schmetterling zu basteln, dann geh doch einfach mal auf mein Video Schmetterling. Da findest du genau die Anleitung für diesen tollen großen Schmetterling. Und du siehst ja, was andere für tolle Ideen hatten. Ja, und vielleicht kann auch dein Schmetterling dann in mein nächstes Video hierher flattern und ich präsentiere ihn total gerne. Ja, ihr Lieben, na dann wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß in meinem neuesten Video. Bis dann, ciao! Hallo liebe Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr einen ausgewaschenen Milchkarton, ein Stück Küchenpapier, verschiedene bunte Filzer, Kleber, Tesafilm, verschiedene Stifte, einen Bleistift, einen dünnen schwarzen Stift, eine Bastelschere, ein Lineal und zweimal weißes Papier. Ja, aber bevor es überhaupt losgeht, möchte ich euch natürlich zeigen, was wir heute gemeinsam basteln wollen. Ich habe euch heute einen wunderschönen V mitgebracht. Dieser V schlägt hier sein Rad. Und von allen Seiten siehst du sein Federkleid mit den vielen, vielen Augen drauf. Ja, na dann, lass uns doch einfach mal loslegen. Als erstes nehmen wir unseren Milchkarton und öffnen ihn einfach an den Seiten. Ziehen die Laschen so hoch, nehmen uns weißes Papier und müssen ihn jetzt bekleben. Wir legen unseren Milchkarton rauf, ziehen unser weißes Papier rüber und fixieren es bitte erstmal mit Tesafilm. So, Tesafilm nehmen und schön erstmal festkleben. So, wenn wir das haben, drehen wir unseren Milchkarton schön zurück, nehmen unseren Kleber und machen auf unseren Milchkarton überall schön gleichmäßig Kleber rauf. Und dann drehen wir unseren Milchkarton. Und dann geht es so weiter. Wieder schön den Kleber ranmachen und wieder schön drehen und andrücken. Und wieder Kleber nehmen, schön gleichmäßig wieder schön rauf machen. Und dann wieder schön raufdrücken und weiter geht's. So, dann sind wir schon hier. Machen genau das gleiche nochmal. Drehen unseren Milchkarton, drücken ihn schön rauf. So, und dann müssen wir noch den letzten Rest auch noch festkleben. So, und dann drehen wir es wieder. Und dann sieht unser Milchkarton so aus. Dann haben wir hier unten noch einen Rest Papier überstehen. Das schneiden wir bitte ab, im ganzen Stück, weil diesen Papierstreifen können wir noch gut gebrauchen. Einfach schön abschneiden, immer schön folgend. So, schon sind wir einmal rundherum. So, diesen Streifen können wir gut nutzen, um noch hier diese Lücke zuzukleben. Also wieder schön Kleber nehmen, Kleber raufmachen. Den Streifen nehmen und schön raufkleben. So. Und alles, was dann zu viel ist, bitte einfach abschneiden. So, dann sieht unser Milchkarton erstmal so aus. Dann drücken wir ihn bitte einfach mal nach oben. Jetzt müssen wir unseren Milchkarton hier oben genau öffnen. Einfach die Schere nehmen und hier oben aufschneiden. So. Schere nehmen und schön schneiden. Sollte dein Milchkarton noch etwas nass sein, nimmst du dein Küchenpapier und trocknest den Karton damit schön trocken. So, dann müssen wir an der Seite arbeiten, wo der Verschluss ist. Wir müssen jetzt recht tief nach unten schneiden und machen uns heute mal eine Markierung. Und zwar 3 cm. So, ich lege meinen Karton so hin. Setze mein Lineal hier unten an
und markiere mir 3 cm auf beiden Seiten. Ja. So, das sind jetzt hier 3 cm. Und genau bis darunter schneiden wir jetzt erstmal mit der Schere. Wir nehmen jetzt unsere Schere und schneiden genau hier an dieser Kante runter. Schere nehmen, ansetzen und genau bis zu unseren 3 cm schön gerade runterschneiden. So, dann sieht es nämlich einmal so aus. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Schere nehmen und bis da schön runterschneiden. Und dann sieht es so aus. So, jetzt können wir erstmal gleich hier oben das abschneiden mit dem Verschluss. Das brauchen wir nicht mehr. Gut, dann müssen wir unseren Karton weiter hier lang öffnen. Wir schneiden jetzt hier mit der Schere auf beiden Seiten weiter geradeaus. So, die Schere nehmen, ansetzen und schön schneiden. Und dann sieht es so aus. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Einfach die Schere ansetzen und schön rüberschneiden. Dann so aus. Okay, dann müssen wir jetzt hier oben noch ein bisschen Papier raufkleben. Und zwar machen wir schön Kleber hier rauf. So, auch ein bisschen darüber. So, dann nehmen wir unser weißes Papier und legen es direkt darauf. Ein bisschen, dass es ein bisschen über dem weißen Papier rüberkommt, dass es nämlich schön abschließen kann. So, das einfach schön andrücken. So, und alles, was zu viel ist, bitte wieder abschneiden. Einfach die Schere nehmen und schön abschneiden. So, und dann einfach nochmal Kleber nehmen, wenn man noch ein bisschen nachkleben muss, damit das weiße Papier gut daran haftet. So, wir müssen, weil wir ja auch von innen den V malen, auch von innen Papier reinkleben. Dafür haben wir ja noch hier unser Stück. Das müssen wir nehmen und genau hier reinkleben. Und es muss noch ein Stück weiter reingeklebt werden. Dafür legen wir nämlich unser Papier so hin, nehmen uns einen Stift und markieren uns genau dort den Punkt, wo wir das Papier weiter reinschieben müssen. So, ich zeige das gleich mal. Ja, ich habe mir das jetzt hier unten markiert und da schneide ich jetzt ein Stück mit der Schere auf. Ich nehme jetzt meine Schere und schneide einfach nur so ein Stück auf. Das muss nicht so viel sein. So. Ungefähr so. Und dann passt es nämlich wunderbar so rein und man kann das ein bisschen reinschieben. Ja? So, jetzt müssen wir natürlich erstmal alles hier mit Kleber machen, um das weiße Papier daran festzukleben. Einfach schön Kleber nehmen und schön gleichmäßig überall aufmachen. So, überall. So, schön Kleber aufmachen. So, und wenn wir schön Kleber aufgemacht haben, dann nehmen wir wieder unser Papier und schieben es einfach hinein. Einfach nehmen. So, einfach schön festdrücken. Und dann sieht es so aus. So, und alles, was überschüssig ist, bitte einfach mit der Schere abschneiden. Schere nehmen und alles schön abschneiden. So, hier unten haben wir auch noch was. Auch schön die Schere nehmen und abschneiden. Alles, was zu viel ist. So, hier unten nochmal. So. Und dann einfach kontrollieren, ob das Papier wirklich gut festklebt. Nochmal in den Ecken gucken und dann schön festdrücken. So. So, jetzt ist unser Milchkarton überall schön mit weißem Papier beklebt. Jetzt fangen wir an, unseren V uns aufzumalen. Wir arbeiten zuerst an dieser kurzen Seite. Und zwar machen wir uns eine Markierung, wie weit wir den Körper malen. Wir setzen mal unser Lineal an
und machen ungefähr so bei 11 cm. Also wir setzen es so in der Mitte an. Bei 11 cm machen wir uns ungefähr mal einen Punkt. Dann wissen wir ungefähr, wo der Kopf hinkommen muss. So bei 11 cm. Ja? Und jetzt hat er ja so einen dünnen, schlanken Körper. Und dann machen wir jetzt von unten genau hier ab diesen 3 cm malen wir ihm jetzt mal hier so ein bisschen einen schlanken Körper hoch. Ja? Ich mache das mal vor. Ich nehme mal erstmal einen Bleistift, weil wenn man mit einem Bleistift arbeitet, kann man erstmal noch mal korrigieren. Ja? Ich lege mir das mal so hin. Ich habe mir jetzt ja hier so etwa so eine Markierung gemacht. Fange jetzt hier unten an und mache jetzt von hier unten erstmal so ein bisschen schlank arbeite ich. Das gleich mal. Von der Seite auch setze ich hier unten an und ziehe den Körper so schlank hoch. So, ich zeige das nochmal. Ja, den Körper jetzt schlank hochgezogen. Und dann, wenn hier oben sozusagen der Hals ist, dann brauche ich jetzt nur noch so ein bisschen oval, male ich seinen Kopf drauf. Ja? Nehme ich wieder so ein bisschen und mache so einen ovalen Kopf drauf. Ich zeige das gleich nochmal. So. Hab jetzt seinen ovalen Kopf drauf. Und dann hat er hier oben noch so ein bisschen was auf dem Kopf drauf. Da male ich jetzt hoch und mache immer so eine kleine Mini-Rundung drauf. So, man ist jetzt hier oben am Kopf, malt es hoch und malt einfach immer so eine kleine Rundung. So eins, 2, 3, 4, 5. So wie man meint, dass es schön auf dem Kopf sitzt. So, ich nehme nochmal einen schwarzen Stift, um es dir nochmal richtig gut zeigen zu können. Ja, also erstmal machst du so einen schlanken Körper. Von beiden Seiten schön ziehst du das hoch. So, ja, den schlanken Körper. Dann kommt so ein bisschen dieser ovale Kopf drauf. Oval. Ja, dann ist der schön drauf. Und dann hier oben gehst du einfach hoch und machst mal so eine Runde. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sieht er so aus. Und dann kann er erstmal ausgeschnitten werden. Dann haben wir sozusagen erstmal schon mal den Körper schön fertig. Einfach die Schere nehmen. Und schön rundherum ausschneiden. So, schön die Schere nehmen. So, schon habe ich die erste Seite schön ausgeschnitten. Dann setze ich hier oben wieder schön meine Schere an. Und wieder schön rundherum am schlanken Körper vorbei. So, und dann bin ich nur noch hier oben. Und da muss ich so ein bisschen die Bögen noch ausschneiden. Einfach die Schere nehmen. Und schön die Bögen ausschneiden. So. Und schon ist der vordere Teil schon mal fertig. Ja, jetzt müssen wir natürlich genau an diesem Rad, was er gerade schlägt, müssen wir arbeiten. Um richtig schön sein Federkleid zu gestalten und damit du auch diese ganzen verschiedenen Augen gut draufmalen kannst. So. Dafür nehmen wir wieder unser Lineal und messen genau von hier wieder uns 3 cm bitte und machen uns dort eine Markierung bei 3 cm. So schön eine Markierung machen und das gleiche auf der anderen Seite auch, genau von der Stelle wieder 3 cm. Und dann nehmen wir unsere Schere und schneiden direkt dort mal hoch. So. Genau mal hochschneiden. So, und lassen das aber erstmal so. Okay, dann sieht es erstmal so aus, ja? So, jetzt müssen wir hieran arbeiten. Und ich habe, das kannst du natürlich so machen, wie du willst, wie viele Augen du haben willst. Das ist immer nur so eine Vorgabe. Ich habe sozusagen, werde gleich anfangen, erstmal in den Ecken mit dir zu arbeiten, ja? Dass wir uns immer so eine runden Federn malen, immer in den Ecken. Und dann genau in den Zwischenräumen sind immer genau 2 so eine Rundung drin. Das machen wir einfach mal gemeinsam. Und zwar fange ich hier unten an
hier unten, wo ich das mir gerade ein bisschen hochgeschnitten habe, ja? Weil da ist genau so ein bisschen mein Anfang davon. Genau da fange ich nämlich jetzt ein bisschen an. Schön, von hier gehe ich runter und mache mal so eine Rundung. Ich zeige dir das gleich mal. In der Ecke so eine Rundung machen wir uns einfach mal. So, habe ich die erste Rundung fertig. So, dann bin ich hier oben in dieser Ecke und mache mir hier wieder so eine Rundung. Das zeige ich gleich mal. Ich setze einfach mal hier so an. Nutze hier diese Ecke aus. Gehe hier schön drumherum. Und schon habe ich noch so eine Rundung mir gemacht. Bin in dieser Ecke. Dann gehe ich rüber zur nächsten Ecke wieder und arbeite mir wieder so eine runde Feder raus. Wieder schön nehmen und rund arbeiten. Und dann bin ich schon hier unten und da kann ich wieder schön hier ansetzen, wo ich es mir schon hochgeschnitten habe und nutze wieder schön die Ecke aus, damit ich so eine schöne Rundung kriege. So, ungefähr so. Ich zeig dir das gleich mal. So. Damit du das aber besser siehst, nehme ich mir jetzt auch meinen schwarzen Stift, zeichne das einfach mal auf. Also hier in der runden Ecke arbeite ich erstmal. Einmal. Dann gehe ich hier hoch in die nächste Ecke, nimm immer schön die Rundung in den Ecken mit. So, immer schön. Bin dann in der nächsten Ecke. So. Gehe dann zur nächsten Ecke und immer schön die Rundung mitnehmen. So. Und jetzt habe ich eine gute Grundlage, um hier schön weiterzuarbeiten. Weil jetzt kommt genau immer, diese Ecken haben wir jetzt ja gemacht, jetzt kommen genau die Zwischenräume dran. So, ich lege mir das wieder so hin. So. Und jetzt kommen sozusagen nochmal zwei so eine Rundung. Ja? Ich nehme jetzt einfach mal meinen Stift und mache mir jetzt mal so einmal, so ungefähr, dass ich die beiden das teilen. Einmal und zweimal. So, dann habe ich genau einmal, zweimal. Jetzt arbeite ich hier oben wieder. Guck wieder, dass es so ein bisschen mittig wird. Mach mir wieder eine Runde. So, einmal. Und schön zweimal. So. Ungefähr so. Und dann arbeite ich an der Seite weiter. Auch wieder. Dass es schön mittig wird. Auch wieder schön ansetzen und schön den Bogen machen. Einmal und schön zweimal. Und dann bin ich einmal rundherum. Und dann bin ich im Grunde genommen hier. Da kommen nämlich auch nochmal gemalt zwei. Dann mache ich genau das gleiche wieder. Ich setze es schön an und wieder schön, sodass es so ein bisschen, dass sie sich die Mitte teilen, so ein bisschen. Einmal, so und schön zweimal. So, und dann habe ich mir das wunderschön aufgemalt. Ja, dann nehmen wir einfach erstmal unsere Schere und schneiden uns das einfach erstmal aus. Und dann sehen wir das richtig gut. Ja, schön die Schere nehmen und immer schön ansetzen und schön ausschneiden. Am besten immer wieder neu ansetzen, dann kommt man immer gut in die Zwischenräume rein. Immer so die Schere nehmen, so und immer schön hin und her schneiden. So, so ist die erste Seite schon mal schön fertig. So, dann bin ich schon hier oben, wieder schön die Rundung nehmen und wieder schön rein, neu ansetzen, zack. Das gleiche macht man hier wieder, schön rein und wieder schön in die Mitte rein. Wieder hier immer an der Rundung dran, so, und wieder schön rein. So, dann sieht es schon wieder so aus. Und dann einfach noch den Rest ausschneiden, wieder schön hier rundherum. Und wieder schön hier rein in die Mitte, wieder neu ansetzen und drin ist man. So, dann hier wieder schön die Rundung nehmen und so geht es einfach weiter. So, und schon
sind wir gleich schön rundum. So, jetzt ist das letzte noch. Schön rundum schneiden. So, und dann sieht es schon wunderschön aus. Ja, und das, was du dir sozusagen jetzt hier aufgemalt hast, hier kannst du natürlich hier noch rein verlängern. Ich habe noch in die Mitte, wenn du dann alle Augen gemalt hast, in der Mitte habe ich mir dann auch noch diese Augen auch noch reingemalt. Ja, das sieht ja dann von beiden Seiten gleich aus. Ja, jetzt ist er bereit, angemalt zu werden, der V. Jetzt kannst du ihn gestalten. Ja, ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust auf deinen eigenen V. Und du kannst ihn so gestalten, wie du ihn schön findest. Wie deine Augen aussehen, das liegt alles bei dir. Ja, und ich bin natürlich jetzt wie immer sehr, sehr neugierig. Wie wird denn dein V aussehen? Schick mir doch bitte deinen selbstgebastelten V unter dieser hier eingeblendeten E-Mail-Adresse vorbei. Denn alle Vauen, die hier bei uns ankommen, schlagen gemeinsam ein Rad und werden in meinem neuen Video präsentiert. Und darauf würde ich mich total freuen. Ja, ansonsten, wenn du noch mehr Lust bekommen hast, mit mir zu basteln, dann geh doch einfach mal auf meine Playlist Kreative Tiere. Hier findest du noch weitere tolle Anregungen. Oder abonnier doch einfach meinen Kanal, dann hast du immer die aktuellsten News von mir. Ansonsten würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Okay, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.